Interessant, stimmt, wir hatten Palegina noch nie mit hier. Sollte ich mal auch mit Maya hier durch die Stadt. Okay, dann müssen wir wohl Flor nach Giacomo fragen. Hope you're keeping busy, Watcher. What can I do for you? Was kann ich für dich tun? Wir sind auf der Suche nach einem Besiedler namens Giacolo. Giacolo? Ach, I know him. He has a little laboratory for himself down in the gullet. His speciality is godlike. Claims he can detect them in the womb. Giacolo, oh ja, ich kenne ihn. Er betreibt unten im Schund sein eigenes Labor. Seine Spezialität sind gottähnliche. Er behauptet, er könnte sie bereits in der Gebärmutter erkennen. In einer theatralischen Geste spreizt sie die Finger. Ihr Gesichtsausdruck allerdings verändert sich nicht. Giacolo rents a room in Ecosi, the hole, which is that grimy tavern down below. Why he seeks to bury himself, you will have to ask him yourself. Giacolo hat ein Zimmer gemietet im Ecosi, das Loch. Das ist halt diese schmutzige Schenke weiter unten. Wenn du wissen willst, warum er sich derartig vergräbt, musst du ihn schon selbst fragen. Not many animancers down there, so he should be easy to find, if they haven't stolen all his equipment. Dort unten gibt es nicht viele Beseele. Er sollte also einfach zu finden sein, wenn sie nicht inzwischen seine gesamte Ausrüstung gestohlen haben. Aretagori, das heißt so viel wie viel Glück. Okay. Gehe dann besser. Der Windspielmann, genau. Palegina will, dass ich hier dabei helfe, einen Beseele aus ihrer Vergangenheit namens Giacolo zu finden. Suche im Loch nach Giacolo. Da ist der Zeitenumbruch. Schief gegangen, yay. Ich habe in Erfahrung gebracht, dass Giacolo sein Experiment in einem Zimmer im Loch in einem Gasthaus im Schlund durchführt. Ich sollte dort nach ihm suchen. Palegina hofft, dass Giacolo mit dem Beseelern im Turm der Seelenseher an der Heiligen Treppe arbeitet. Ich sollte mich umhören, ob jemand etwas über Giacolo weiß. Ich hoffe mal, dass unser Berater oder Berater, also Berat Anhänger da, wer auch immer sich diesen Namen ausgedacht hat. Der Berwerfer. Supplies, get your supplies here. Ja, die hängenden Gräben, da dürften wir ja noch eintreten können. Oh, hier wächst was. Das sollte ich auch einsacken. Und hier gibt's auch noch was zu holen. Ja, ein Bier und eine Armbrust. Na gut, dann gehen wir jetzt mal wieder runter in die hängenden Gräber. Hoffentlich sind nicht wieder neue Leute aus den Gräbern aufgestiegen. Sieht bis jetzt nicht danach aus. Oh, und Palegina alleine reicht sogar schon aus, dass wir hier rein können. Okay, was haben wir denn da? Plus 2 maximale Disziplin. Ups. Lala. Achso, ist jetzt alles bei mir gelandet. Okay, damit kann ich leben. Ein außergewöhnlicher Streitkolben ist nicht unbedingt etwas, was wir brauchen. Guter großer Schild. Disziplin kann nur verwendet werden für Kämpfer. Das sollte ich aufheben.
Und hier sollte ich mal wirklich gucken. Trank der Behinderung. Manche Übersetzungen. Oh, und ich könnte eine ganze Menge an Fallen verkaufen, ganz ehrlich. Aber ja, solche Schriftrollen. Umarmung der Erdkralle, Schriftrolle des Starren des Atrakan. Zwillingssteins, das sollte ich schon mal entweder verkaufen oder benutzen. Und ja, ich sollte Palegina natürlich hier vorne hinsetzen. Ja, hier ist der Champion von Berav. Bist du noch redselig? Wie sieht es aus, Bruder? Was kannst du mir über Lucia Rivan berichten? Die Erwähnung von Rivans Namen weckt die Wut des Todeswächters. Kalter, aber gewalttätiger Zorn rüttelt das Rückgrat des Kindes. Her soul to Netherin torture. Rivan would have befouled Berth, with a black box on the ear that she Willem sought to vile ruin. Verdammt sei ihre Seele, möge sie in ewiger Folter dahin vegetieren. Rivan wollte Berav entehren und mit Hilfe der schwarzen Pocken Ruin herbeiführen. Ich bin bereit, ihm zu helfen, der auf der Jagd nach Rivan ist. Was willst du bitte erfahren? Wer war sie? Rivan war eine Darkozi Paladin. Sie defied Berav, wielded a weapon nie meant for the hands of mortals. Rivan war ein Paladin der Drakosi. Sie hat sich Berav widersetzt und eine Waffe geschwungen, die nicht für die Hände von Sterblichen bestimmt war. Ich hunted for Rivan and a sword from Velia to the Deadfire. Hinderly caught her, slew her and took Berav's weapon for warden. Ich habe Rivan unter das Schwert verfolgt, von Vailia bis zum Todesfeuer. Endlich konnte ich sie stellen, ich habe sie erschlagen und Berats Waffe an mich genommen, sie zu bewachen. But Rivan wouldn't keep dead. From sheer will and faith, she raised a monster, able to breed an army of undead. Aber Rivan wollte sich mit dem Tod nicht einfach abfinden. Aus purer Willenskraft ist sie als Monster wieder auferstanden, in der Lage, eine Armee aus Untoten zu erschaffen. Turned Death Guard. Rivan sailed with her undead army in her foulsome Fomferus. Verwandelt in einen Todeswächter, segelte Rivan mit ihrer untoten Armee in ihrer schrecklichen Fomferus. Fomferus, was also eine Stärke bedeutet, ist der Name der großen valianischen Galeone, die der Drakosi-Paladin Lucia Rivan bei ihrer Flucht aus dem brennenden Palast nutzte. Mhm. Kannst du mir etwas über die Schlacht berichten, die gegen die Untoten geführt wurde? Ich habe versucht, ihnen endgültig den Chaos zu machen, doch das Kampfglück hat sich gegen mich gewendet. I tracked the ship's comings and caught a regular trail. So I sailed to meet Rivan near the shadows of Dusk and Isle. Ich habe die Route des Schiffs nachverfolgt und konnte eine gewisse Regelmäßigkeit feststellen. Also bin ich aufgebrochen, um Rivan in der Nähe der Untiefen der Dämmerinsel zu stellen. Then I waited. A far fog neared despite the good winds. Rivan's ship crept from the mist. Dort habe ich gewartet. Trotz der guten Winde näherte sich eine Nebelbank und aus dem Nebel kam Rivans Schiff. The winds died off, the waters calmed and the ghost ship routed my ambush. Der Wind legte sich sofort, das Meer beruhigte sich und das Geisterschiff durchkreuzte unseren Hinterhalt und fügte uns eine vernichtende Niederlage zu. It was a slaughter. I was mort wounded but fled with Berath's weapon, the Engoliero dos Spears. Es war ein jämmerliches Abschlachten. Ich konnte verwundet fliehen mit Berats Waffe, Engoliero de Espiers. Came to the temple of Nekataka to be buried. But I couldn't leave the sword unwarded. So I begged Berath for another chance to serve my cause. I refused to die. Dann kam ich zum Tempel von Nekataka, um begraben zu werden, aber ich konnte das Schwert nicht unbewacht lassen. Deshalb habe ich Berat um eine weitere Chance gegeben, meiner Aufgabe zu dienen. Ich habe mich geweigert zu sterben. Lass mich dir eine Frage zu einem anderen Thema stellen.
Starr wie der Tod steht das Skelett da. Die einzige Bewegung stammt vom Flackern seiner Augen. Du hast dich also selbst geopfert, um diese heilige Waffe zu bewachen. It was a harsh choice, but I made it. Was willing to serve my deity by becoming Whitter hunted in her name. Ja, es war eine schwere Entscheidung, doch ich habe sie getroffen. Ich war bereit, meiner Gottheit dadurch zu dienen, dass ich in ihrem Namen ein Jäger wurde. Fie, I couldn't think her 12-bit dallying topside the shelter a stiff, unfeeling sliver of being. Fie, ich habe einiges gelernt, als ich oben einen steifen, gefühllosen Winzling beschützen musste. Alla verdreht die Augen, als sie mir erneut verschwindet, okay. Kindred soul can be a true balm. I thank you. Eine verwandte Seele kann wahrer Balsam sein. Ich sage meinen Dank. Er rollt den Schädel auf dem Hals. Er verursacht ein Geräusch wie Holz, das im Feuer knistert. The weapon cannot be allowed out in Aeora. Needed to ward it for all time. But I cannot keep it from the undead if I'm not undead myself. Die Waffe darf niemals hinaus nach Aeora gelangen. Ich muss sie bis auf alle Ewigkeit bewachen. Allerdings kann ich sie vor den Untoten nur dann bewachen, wenn ich selbst ebenfalls untot bin. Ich könnte diese Waffe mit Waffe einem guten Zweck zuführen für Berat. Bist du dir ganz sicher, dass Berat mit deiner Unterbrechung des Kreislaufs der Wiedergeburt einverstanden ist? Ich werde mir diese Waffe für mich selbst holen. Lass mich dir eine Frage zu einem anderen Thema stellen. Versuchen wir einfach mal die zwei. Also, das würde ich jetzt nicht hier stehen. Versuchen wir mal die eins. Seine beiden Knochen schließen sich fest um den Griff der Waffe. Glaubst du einfach, du hättest sie verdient und warum zum Teufel sollte ich dir jetzt trauen? Okay, lass mich dir eine Frage zu einem anderen Thema stellen. Starr wieder tot, dann leb wohl. Ich wette, er würde sie mir geben, wenn ich den fliegenden Henker ausschalte. Also das Geisterparadies, wenn ich mir Rivans Kopf hole. Gut, aber wir haben schon mal mit ihm geredet. Ah, es ist die siebte Stunde, das heißt, es ist früh morgens. Das heißt, es ist zu früh. Um die auf der Heiligen Treppe auszuschalten. Aber hier in der Heiligen Treppe ist noch ein Kopfgeldjäger, aber ich glaube, von dem habe ich bereits einen Auftrag gekriegt. I'm not so sure I believe you. What am I thinking right now? No wait. Now. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich dir glauben kann. Was denke ich jetzt gerade? Nein, Moment jetzt. Hey, don't work that way, lass. I pick up on feelings. See fragments of memories sometimes. Impressions. So funktioniert das nicht, Mädel. Ich nehme Gefühle wahr. Ich sehe manchmal Fragmente von Erinnerungen, Eindrücke. And mostly when folks are upset or a bit of nerve, unless I'm trying to intrude. And I generally try not to intrude. Normalerweise, wenn Leute verärgert sind oder ich einen empfindlichen Nerv treffe, es sei denn, ich versuche bewusst einzudringen. Das vermeide ich normalerweise. Er zwinkert. Nichts sagen. Du mischst dich in meine Sachen ein, seit wir uns zum ersten Mal gesehen haben. Ah, that were an accident. If anything, you be the one that were intruding on me. Ich bin auch dein Captain, Gott. Das war ein Unfall. Wenn überhaupt, mischst du dich doch ständig bei mir ein. Oh, well, you could take a gander if you wanted. I mean, not all the time. Just this once. Oh, naja, du kannst einen Blick riskieren, wenn du willst. Nicht immer meine ich nur dieses eine Mal. As you wish, lass. Dann würde es mir befehlen, Mädel. Seraphim blickt mit einem ungewöhnlich ersten Ausdruck zu Xoti herauf. Seine Augen scheinen sich in sie zu bohren. Dann dreht er seinen Kopf plötzlich ruckartig weg und blinzelt, als ob seine Augen brennen würden. So which is it? Light or dark? Also, was hast du gesehen? Licht oder Dunkelheit? Neither, lass. Bounced off you like a bullet off an ironclad. Keins von beiden, Mädel. Ich bin von dir abgeprallt wie eine Kugel von einem Eisenpanzer. Xoti zuckt mit den Achseln und geht. Seraphim schaut zu und reibt sich den Hinterkopf. Sollte ich über irgendwas Bescheid wissen? Das geht hoffentlich gut aus. Nichts sagen. Nehmen wir mal die Eins. Mayhaps. Let me be ruminating on it for a tick, Captain.
Vielleicht, lass mich kurz darüber nachdenken, Captain. Er seufzt und wendet sich ab. Okay. Da ist wieder eine aufgegebene Katze. Und da ist Ale. Okay. Potzi. Auf alle Kraftstufen mit Schlüsselwort Feuer. Plus 5 Reflexe. Okay. How'd all this blood get on my robes? I've just cleaned them. Wie ist bloß all dieses Blut auf meine Kleidung gelangt? Ich habe sie doch gerade erst gereinigt. Well, questions?